Könnt Hilfe gebrauchen. Also schwing die Hufe. Finden Sie Trenchcoats alte Truhen an der Küste. Und Trenchcoat ist ja der alte Händler aus den letzten Anno-Teilen. Coole Sache. Bin gespannt, was mit ihm irgendwie abgeht. An der Küste wurde mir gesagt, ne? Alte Truhe an der Küste, nicht, dass es vielleicht bei ihm hier direkt liegt. Ist die Frage, welche Küste? Trenchcoat-Truhe, wo bist du? Auf deiner Firmenseite steht was von schnellen Lösungen. Kann ich mich drauf verlassen? Jo, aber noch sind wir hier für den guten alten Trenchcoat an der Arbeit dran. Ja, hier ist auch was irgendwie auf Grund gelaufen. Trenchcoat, hättest du es mal gesagt, wo dein Zeug liegt. Jetzt könnte ich so eine Drohne gebrauchen. Ich find's nicht. Nervig. Leg vielleicht mal einen Zahn zu. Im Norden. Ich einfach straight nach Norden hochgehe. Finde ich nichts. Wo ist diese mistige Truhe? So, soll mir jetzt auch erstmal egal sein. Finde ich gerade halt nicht. Gut, ich brauche hier auf jeden Fall Einwohner. Als erstes, so, wie mache ich das am besten? Baue ich hier einmal quer über die Insel rüber. Ach. Trifft sich ja gut, dass wir hier ausnahmsweise mal sind. Können wir vielleicht mal diese Kiste von Trenchcoat einsammeln? Spitzenaktion von dir. Aber dummerweise nicht das Ende vom Lied. Ach, da können wir es aber echt ein bisschen mit Zeit lassen. Da muss es jetzt nicht wieder überstürzen alles. Ich möchte jetzt erstmal hier ein bisschen vorankommen. Ich werde dies ein bisschen anders bauen, damit es fürs Auge vielleicht ein bisschen ansprechender ist. Aber wir werden sehen, ne? So. Das sollte fürs erste Mal reichen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, unerfülltes Bedürfnis an ziemlich allem momentan. Vor allem an Straßenanbindung. So. Jetzt muss ich mich natürlich um die grundlegenden Dinge des Lebens kümmern. Wie zum Beispiel Wasser. Okay, die Wasserwäsche mal erledigt. Ganze +6.
Dann brauchen wir natürlich Biokost. Werde ich auch hier unten anbauen. Genauso wie Obst nachher. Ich brauche jetzt erstmal irgendwie eine klare Kante hier drin. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Was natürlich zum Problem wird, ist Strom. Ich werde erstmal hier Gezeitenkraftwerke setzen. Weil ich hier sonst einfach nicht weiterkomme, weil ich dann wieder auf den Mond rüber wechseln muss. Und die Gezeitenkraftwerke kann ich irgendwie noch mit der Zeit nachher wieder deaktivieren, beziehungsweise abreißen. Okay, kommen wir erstmal hier zu den Reisfarmen. So, plus 20. Passt. Vitamindrinks wollen sie natürlich haben. Komme ich hier so durch? Ich hoffe. Ja. Das mache ich mal anders. Und zwar so rum. So passt das, oder? Geil. Zwei Module sollten reichen, ne? Sind nicht so wahnsinnig arbeitskraftintensiv, das Ganze? Nee. Sehr schön. Das hier hoch. Hier werden dann auf jeden Fall einige Obstfarmen gebaut werden. Damit die auch, ups, an ihre Vitamindrinks kommen. Kälterei können wir dann auch schon gleich mal setzen. So, wie sieht's aus? Obst haben wir immer noch zu viel. Das soll mich jetzt nicht weiter stören. Zumindest haben wir Vitamindrinks. Jawohl. Machen wir es auf null. Warum auch nicht? Gut, Level ist erreicht. Und Obst ist wieder im Keller. Minus 16. Komm. Nehme ich ein Modul weg. Bei 8. Nehme ich noch eins weg. 0 zu 0. Sehr schön. Die haben alles bis auf Informationen. Aber die können wir denen ja auch schon mal gönnen hier. Werde ich mal hier versuchen, irgendwie in den Rand zu setzen. So zum Beispiel. Passt rein. Dann könnte ich mich ja gerade nochmal um das nächste Sektorprojekt hier kümmern. Oder die nächste Aufgabe des Projekts. Einmal das Schiff auswählen und anbringen, bitte. Das ist echt ein ziemlich geil großer Sektor hier. Weiß zu gefallen, würde ich sagen. Aber wir fahren erst Trenchcode hoch. Gucken, was hier für Aufträge momentan sind. Credits? Nee, danke. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Geld ist ja mal so überflüssig in dem Spiel. Bestätigt. Koordinaten bestätigt. Kiste 1. Sind unterwegs. Sind unterwegs. Wie viele sind es insgesamt? 4 Stück. Okay. Bestätigt. Roger. Na. Sind unterwegs. Und dann soll hier oben wohl noch irgendwo eine liegen. Roger.
Jo. Also einmal hier durchfahren, Schiff. Nicht auflaufen. So, sollen wir die auch Trenchcoat jetzt zurückbringen, oder bringen sie die Fracht zum Lagerhaus? Und zu einem der Lagerhäuser. Kein Thema, machen wir. Und hier gibt es einen neuen Auftrag für Credits. Ja, danke. Nicht übel. Allerdings hat die Sache noch einen Haken. Also einen Haken hat die Sache. Der wäre folgender. Besitzen Sie in Wildwater Bay Arbeitskraft. Für 5 Minuten. Geil. Und wir kriegen als Belohnung nachher einen Iridium-Generator. Wäre auch cool, wenn wir die irgendwie tunen könnten. Dass das ein bisschen schneller vonstatten geht. Wie sieht denn unsere Bilanz in dem Sektor aus? Von meine, plus 3000. Cap Amber minus 15.000, ja, ist zu erwarten gewesen. Walbruchbecken. Schaue ich jetzt mal wieder vorbei. Du bist ganz allein nach oben gekommen, was? Schau mal in meinem Hafen vorbei. Da gibt es immer wieder lukrative Aufträge. Und Graphen ist schon wieder so knapp. Ich verstehe. Der zielgerichtete Typ. Ja. So, wir kommen hier mit dem Sektorprojekt weiter. Wir sollen mal wieder eine Drohne an unserem Schiff anbringen. Wo liegt denn vor Ort? Oder? Nee, wir sollen den Kreuzer an unserem Schiff befestigen. Alles klar, und den abschleppen. Sag mir das doch. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, und im Prinzip brauchen die Vitamin-Drinks hier. Kriegen sie. So, Vitamin-Drinks von Wildwater Bay ins Walbruchbecken. Dass sie zumindest mal 30 zu viel sind. Zack. Verbunden. Roger. Wie weit ist das Projekt? Fast fertig? Nee, noch nicht ganz. Ja, Biokost hätte ich eigentlich auch nicht in dem anderen Sektor herstellen müssen. Ganz im Ernst. Plus 171 noch. Ich glaube, das werde ich auch revidieren. Werde ich einfach mal die Biokost vom Walbruchbecken nach Wildwater Bay rüber senden. Jetzt ist mal hier die Route für $300 voll und ja, bitte. Verbindung wird hergestellt. Das sollte passen. Wir schauen uns mal an, wie das hier oben weitergeht. Verstanden. So, Schiff abliefern, bitte. Sie verschwenden keine Zeit. Das mag ich. Gut, dass Sie da sind. Ich habe einen Job für Sie. Und als nächstes muss ich Administratoren hier halten. Mache ich ja schon momentan. Dauert nur 15 Minuten. Ich würde allerdings sagen, dass wir mal eine kleine Pause machen. Ich will dann unter anderem auch mal den neuen Patch ausspielen. Vielleicht bringt er auch irgendwelche coolen Neuerungen. Und dann sehen und hören wir uns im nächsten Teil wieder. Also, bis dahin. Ciao.